So, meine Freunde, das nächste Board, ja, ihr habt es gelesen, das ist das MSI B650M Gaming Plus Wi-Fi, ja, also, das Board habe ich mir gegönnt, weil ich ja den 7800X3D habe und das demnächst in einem Projekt verbauen möchte, wo ich ein MATX-Board brauche. Ja, lasst euch da mal überraschen. Also wie gesagt, die nächsten Videos schaut sie euch an. Deshalb habe ich mir dieses Board gegönnt. Und das wollen wir uns jetzt mal anschauen, das Board, und gucken, wie das aussieht, was alles so vorhanden ist. Ja, und da gucken wir einfach mal rein. Ja, ich habe mich einfach für MSI entschieden. Einmal, ja, ich stehe so ein bisschen auch auf MSI und es ist auch von der ganzen Optik her und vom Preis her war es auch noch sehr gut. Ja, also ihr seht, ich habe es noch nicht ausgepackt. Ja, darum schauen wir uns das jetzt gemeinsam mal an. Als erstes, es ist auch noch versiegelt. Das seht ihr hier unten. Da seht ihr immer das Siegel, ist noch nicht verletzt oder irgendwie aufgewesen. Ja, da kann man das immer gut dran sehen. Und da gucken wir mal, was an Zubehör dabei ist. Ich weiß nicht, ob hier in dem Karton. Mal gucken, ob hier auch noch was drin ist. Ich schätze vielleicht die Antenne. Ja, genau. Da ist also hier die WLAN-Antenne. Das kennt ihr bei MSI. Die kann man dann schön hinstellen. Ja. Oder irgendwo auf den Tisch setzen. Das Kabel ist auch lang genug. Ja. Und das ist also die WLAN-Antenne. Gucken wir mal weiter. Was haben wir noch an Zubehör? Meistens liegt es ja hier unter dem Karton. Genau, da liegt alles. Ich lege das mal hier auf Seite. Das ist mittlerweile bei den ganzen Boards eigentlich sehr übersichtlich geworden. Eigentlich schade. Ja, früher hat man ein paar mehr Kabel gehabt, ein paar Aufkleber und sonstiges Sachen noch Zubehör. Aber ja, das wird auch immer weniger. Also wir haben jetzt nur noch ein SATA-Kabel dabei. Ja. So, ja. Wolltest du nicht scharf machen, ne? Also ein SATA-Kabel. Gut, die meisten brauchen es nicht, so wie ich. Aber trotzdem, naja, einige brauchen es noch. Dann haben wir hier zweimal diese M2-Schrauben mit den Klemmerchen direkt, ja. Also die braucht man dann nicht nochmal abschrauben, sondern man legt nur das Hebelchen um und dann kann man die M2 rausnehmen, reinmachen, wieder Hebelchen umlegen. Da müsst ihr also nicht immer jetzt so ein Schräubchen wieder rausdrehen, ja. Also ich finde die Klemmerchen hier, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, ich kann euch mal versuchen, das hier, jetzt kann man es glaube ich sehen, ja. Also da seht ihr, da sind so Klemmerchen dran, ja. Da ist sogar Schraubensicherung dran, so wie das aussieht, blau, ne? Also, da sind zwei Stück dabei, wir haben zwei Plätze. Dann haben wir hier so eine Quick-Install-Bedienung, also, ja, das ist nicht viel. Gucken wir mal. Also, wie ihr die CPU aufsetzt, wie ihr den Lüfter aufsetzt, ne, und so weiter. Also, hier, wie die RAMs reinkommen und so weiter, also, ja, wie die Anschlüsse, das ist schon mal wichtig, wie diese Anschlüsse reinkommen oder wo die rankommen. Diese Power-LED, HDD-LED und Reset und Power. Ne? Das heißt, hier sieht man genau, wie die aufgesteckt werden. Das ist schon mal wichtige Sache, weil früher hat man immer noch ein Handbuch dabei gehabt. Ja, hier ist dann nur noch mal gezeigt, wie die Grafikkarte, wie ein Netzteil, wie die Steckverbindungen reinkommen. Ja, viel ist das nicht mehr, aber ja, ja, gut, man kann nichts mehr machen. Ne, man kann sich natürlich jetzt im Internet die Bedienungsanleitung, glaube ich, oder dieses Buch, glaube ich, sogar runterladen, weil hier hat man jetzt nicht mehr so viel. Das ist jetzt hier, glaube ich, nur noch mal eine Garantiesache. Genau, da ist also nur noch ein Garantieschein dabei. Also eigentlich sehr mager, aber ja, was will man machen? Leider, leider. Ist das so? Können wir nichts dran machen oder ich kann auch nichts dran machen? Jetzt sagen viele natürlich, ja, da musst du kein MSI kaufen. Stimmt natürlich auch wieder. Ja. Aber wie gesagt, ja, es ist jetzt so und fertig. Also, ich finde es schade, dass alles verloren geht langsam. Ich meine, ist natürlich auch eine Preisfrage vielleicht. Aber ich sag mal so, eine Bedienungsanleitung, ja, die gehört eigentlich, naja. Was soll man machen? Ein Handbuch wäre nicht verkehrt. Ja, wie man sonst hatte.
wie die ganzen Anschlüsse sind, wie sind die angebunden, die einzelnen Sachen, ja, werden die mit der CPU angebunden oder werden die über den Chipsatz angebunden und so weiter. Ja, das kann man aber, wie gesagt, im Internet sich downloaden. Ja, geht ihr einfach auf die MSI-Seite, gebt das Board ein und dann könnt ihr das Ganze auch per PDF downloaden und könnt euch das dann auf dem PC anschauen, ja. Oder auf dem Handy geht's auch. So, jetzt machen wir erstmal das Board, holen wir es erstmal raus. So, ich bin auch selber mal gespannt. Oh, das ist aber sehr schön. Das ist aber wirklich ein sehr schönes Board. Also ich weiß nicht, ob ihr das seht jetzt hier bei dem Licht. Ja, ja, manchmal ist es ein bisschen, mache ich es heller, mache ich es dunkler, ist es auch nicht gut. Ja, aber ihr seht, das sind so ein bisschen Grüntöne dabei. Ja, auch hier, da sind alles so ein bisschen grün mit drin. Ich finde es sehr schön, passend. Lasst euch überraschen. Ja, darum habe ich es eigentlich auch genommen oder ausgesucht. Wir haben 4 RAM-Bänke. Ich gucke mal, ob ich hier irgendwie einen kleinen Schraubenzieher, genau, da kann ich euch das besser zeigen. Ja, wir haben also hier 4 RAM-Bänke. So, ich habe meine Matte drunter gelegt, das ist, glaube ich, besser. So, also, wir haben also bei dem Board 4 RAM-Riegel, die wir verbauen können, bis 7200 und insgesamt 256 GB. Ja, wir haben hier schöne, große Spannungswandlerkühler, ja, sind also auch massiv. Die sind jetzt nicht nur hier halb Plastik, halb, wie man das sonst bei Boards schon mal kennt. Also die sind wirklich sehr massiv, das seht ihr auch hier. Ja, also alles schön aus Aluminium hier. Hier haben wir den Chipsatz, hier haben wir 2x M2 mit Kühler direkt, ja, also wer einen Kühler haben sollte, ne, könnt ihr weglassen, hier habt ihr direkt 2 Kühler drauf sitzen. Hier haben wir einen Platz für die Grafikkarte, hier haben wir noch Erweiterungsslots, einmal PCI Express und hier unten auch nochmal für irgendwelche Karten, die ihr noch vielleicht brauchen wollt, ob es jetzt sei es zum Beispiel Audio und so weiter, ja, könnt ihr hier noch anschließen. Hier haben wir 24 Pin, hier oben haben wir CPU-Stromversorgung, 2x8 Pin, muss nicht, das wisst ihr, muss nicht unbedingt beide bedient werden, ja, reicht auch manchmal einer. Wenn man beide bedient, ist es eigentlich nur, um die Spannung besser zu halten, wenn man übertaktet zum Beispiel, ja, ist auch ganz wichtig. Also, dann haben wir hier unten einen ARGB-Anschluss, hier ein RGB-Anschluss, ARGB, RGB. Dann haben wir hier unten 2x SATA-Anschluss, hier nochmal 2x SATA. Hier haben wir den USB 3.0, hier haben wir den Typ C. Ja. Dann haben wir hier oben nochmal RGB und nochmal ARGB. Das heißt, wir haben also 2x ARGB und 2x RGB. Dann haben wir hier CPU-Fan und hier haben wir dann auch nochmal hier unten, da ist der CPU-Fan. Dann haben wir hier oben nochmal SysFan 1 und Pumpenanschluss, auch ganz wichtig. Ja. Dann haben wir hier nochmal an der Seite hier, ist meistens auch nochmal, gerade wenn man hier eine Pumpen oder eine I.O. hat, hier auch nochmal einen Lüfteranschluss. Dann haben wir hier unten auch nochmal einen Lüfteranschluss. Also das müsste auch alles soweit reichen mit den Lüfteranschlüssen. Wir haben viele ARGB-Anschlüsse. Dann haben wir hier die 2x M2. Ja, da könnt ihr also eure M2s unterbringen. Auch ganz wichtig. Ja, gerade die Grafikkarte geht ja auch über die CPU. Und wenn wir uns hier hinten mal die Seite anschauen, die Slotblende ist hier schön fest integriert. Ich finde es immer schön. Hier haben wir einmal WLAN und Bluetooth. Hier haben wir den Audio-Chip. Auch ganz gut. Ja, reicht den meisten. Wer aber jetzt mehr Sound haben möchte, sollte sich eine Soundkarte noch dazu holen. Wir haben hier 4x USB 3.0. Hier haben wir den Typ A nochmal, 3x. Dann haben wir hier einmal HDMI, einmal DisplayPort. Und wir haben hier den LAN-Anschluss fürs Internet. Und hier haben wir noch einmal den Typ C-Anschluss. Und hier haben wir nochmal für den Flash-BIOS-Button. Das heißt, hier können wir das BIOS Flächen. Das heißt, da haben wir dann hier drunter direkt den USB-Anschluss. Das heißt, hier kommt dann der Stick rein, ja, wo ihr das neue BIOS drauf habt. Ja, wichtig ist, nicht irgendwie einen Ordner packen, sondern direkt auf die Oberfläche vom Stick. Den steckt ihr hier ein, dann drückt ihr hier oben den Knopf und dann könnt ihr dieses BIOS hier natürlich auch flashen. Das heißt, das neueste BIOS euch drauf machen. Ja, wer das machen möchte. Ich sag immer, wenn es läuft, lasst es laufen, ja, also
Man muss es nicht unbedingt. Also ich habe schon Rechner, da habe ich das auch noch nie gemacht. Man hätte es machen können, aber wenn so ein Rechner läuft, bin ich der Meinung, lass den laufen. Ja, es kann immer was passieren beim BIOS Flash. Ja, das ist immer ein Risiko, ist immer da. Ja, und darum, wenn so ein Rechner läuft, wenn ein Board läuft, lass es laufen. Ja, ansonsten, wenn ihr Erfahrung habt, natürlich, ja klar, logisch, könnt ihr das natürlich auch flashen, das Neueste. Oder ihr geht direkt, das heißt ins BIOS, und könnt es dann übers BIOS flashen, ganz normal, ja, auch mit einem Stick zum Beispiel, ja, da müsst ihr das hier nicht über den Knopf machen, aber wie gesagt, das muss jeder für sich entscheiden, ich habe es schon mal gemacht, da ist das Board dann auf einmal auch nicht mehr gestartet, ist auch schon passiert, ich habe zwar Neues bekommen damals, aber ist mir auch schon passiert, ich habe alles richtig gemacht, aber es kann immer mal was passieren. Darum, ich finde das Board soweit übersichtlich, für mich komplett ausreichend, ja, das ist also so meine Meinung, ich habe sie auch für mich bestellt. Ihr müsst im Endeffekt, weil so ein Board hat jetzt nicht unbedingt, weil manche meinen immer, so ein Board hat Leistung. Nein, es hat verschiedene Anbindungen, ja, es hat mehr Lanes für die CPU, es hat mehr über den Chipsatz und so weiter, aber ansonsten, Leistung bringt so ein Board also nicht, wenn du also sagst, ich brauche eins, was gut Leistung hat. Nee, Leistung bringt die CPU, die ihr euch drauf macht. Ne? Also mal ganz wichtig zu wissen vielleicht. Ja, und mir hat es einfach gefallen, erstens vom Aussehen her, es passt zu dem Projekt, was ich vorhabe. Mir hat es gefallen von den USB-Anschlüssen, die wir haben, sehr viele meiner Meinung nach. Das heißt, mir war wichtig WLAN und Bluetooth, ist mir auch wichtig. Der Chipsatz ist für mich auch okay, ja, also ich habe eine vernünftige Anlage da dran, die auch ein bisschen Bums hat, aber mir reicht das. Ja, also das ist auch wieder Geschmackssache. So eine Soundkarte ist natürlich auch was Tolles. Da kannst du natürlich richtig Kapelle mitmachen. Ja, also wer dann natürlich eine riesen Anlage hat oder sogar so eine Surround-Anlage hat, ja, da empfehle ich natürlich, macht ihr euch eine schöne Soundkarte hier rein. Den Platz habt ihr ja noch dafür. Ne? Das ist auch möglich. Und ansonsten, alle Anschlüsse, die wir brauchen, Audio-Anschluss hier unten, also das ganz normale, was man eigentlich soweit kennt, ist hier alles da. Lüfteranschlüsse, bin ich der Meinung, reicht auch vollkommen aus. Pumpenanschluss haben wir und so weiter. Also das, was ich brauche, und das Aussehen gefiel mir von dem Board. Ja. Der Preis, ich glaube, waren um die 150. Ich habe die Rechnung noch irgendwo liegen. Das heißt, aber es war okay. Also der Preis war für mich okay. Ne. Also ich sehe nicht ein, 300, 400, 500 oder 1000 Euro oder überhaupt so viel Geld für ein Board auszugeben, ja, dann gebe ich lieber mehr aus für die anderen Sachen, ja, oder für die CPU zum Beispiel, ja, oder für die Grafikkarte, ne, da kann man dann Leistung erwarten, ne, und dann kann man es lieber da ausgeben. Aber das muss auch wieder jeder für sich selber entscheiden. Also, ich habe es euch jetzt so kurz und schön versucht zu erklären. Ich will hier auch gar nicht stundenlang reden. Wie gesagt, ihr könnt das auch alles nochmal nachlesen. Ja, ich setze euch den Link natürlich mal unten rein. Was ich wohl festgestellt habe, ich habe es bei MSI eingegeben, direkt bei MSI, und das ist noch gar nicht gelistet, das Board. Obwohl es schon seit März eigentlich angeboten wird dieses Jahr, aber es ist nicht drin. Also es ist nur das normale, das B650M Gaming Wi-Fi, aber nicht das Plus. Ja, und bei dem Plus ist ein Unterschied, was ich schon gesehen habe, ist der zweite Kühlkörper fehlt. Ja, also ich habe es gefunden bei preisgeizhals.de, habe ich es gefunden. Da kann man es ja auch kaufen. Da habe ich es ja auch mal eingegeben und habe es dann bei, ich glaube, bei Galaxus habe ich es diesmal gekauft. Ja, und also da habe ich es nicht gefunden, warum auch immer. Ja, darum. Ich bin mal gespannt, ob alles läuft. Ja, ich mache ja immer schöne Projekte jetzt wieder. Ja, es geht langsam los. Ja, also mit dem Arm kann ich schon einiges, aber noch nicht viel. Wir sind jetzt in dem Punkt, wo ich mit Gewichten schon, aber nach oben hin. Das heißt, dass die Schulter oder den Arm ganz nach oben, das ist eben zurzeit noch ein großes Problem. Es dauert halt leider. Es war ja auch keine kleine OP, sage ich mal. Ich habe ja zwei OPs hinter mir. Darum, ja, aber es funktioniert und ich kann auch schon ein bisschen brasseln. Ja, also ein bisschen schrauben kann ich schon, ja. Das heißt, das funktioniert also wieder. Darum kann ich auch jetzt wieder, das heißt, so kleine Projekte starten. Ja, und dann zeige ich euch natürlich, wie man das wieder alles zusammenbaut. Wir werden
schönes neues Gehäuse vorführen. Das nächste Projekt kann ich euch jetzt schon sagen, das ist ein Zusammenbau. Die Teile habe ich schon vorgestellt soweit. Da könnt ihr euch auch überraschen lassen. Das ist auch wieder was mit Hardtubes. Ja. Das ist auch wieder was mit Hardtubes. Und könnt ihr euch schon drauf freuen. Das ist soweit jetzt abgedreht. Das kommt dann jetzt demnächst. Ja. Und das hier ist schon wieder ein Teil für das übernächste Projekt. Ja. Aber da zeige ich euch natürlich auch jetzt mit und mit die ganzen Teile. Bin gespannt auf das Gehäuse. Lasst euch überraschen. Das wird mal was ganz anderes, glaube ich. Ja. Ich bin der Meinung, da hat sich doch die Firma was einfallen lassen und ja, mal was anderes. Ne? Nicht nur immer einfach nur hinstellen und so, ja, das kann man natürlich dann ganz anders. Aber lasst euch überraschen. Darum, bitte, wenn ihr Fragen habt, in die Kommentare. Ja, ich beantworte alle Fragen, außer eben so dumme Sachen, beantworte ich gar nicht. Ne? Dann mache ich gar nicht mehr, dann nehme ich mir gar nicht mehr die Zeit dafür, für sowas. Darum, schöne neue Sachen, also lasst euch überraschen, da kommt auch wieder was. Ja, ich will gar nicht zu viel verraten. Schaltet ein, lasst ein Abo da, da freut der Kalle sich, genau. Und was sagt der Kalle ganz zum Schluss? Genau, meine Freunde, bleibt gesund, ich weiß, wovon ich rede. Ja, und ansonsten, was sagt der Kalle ganz zum Schluss? Genau, meine Freunde, ihr wisst es. Tschüss zusammen.